Willkommen zurück hier auf der Bühne 7 und jetzt geht's um Innovation. Ich freue mich richtig drauf. Ich bin ja ein großer Fan des MIZ, deswegen freue ich mich, dass die kommende Stunde hier vom MIZ dann auch tatsächlich auch gestaltet wird. Und jetzt heißt es ganz kräftig zuschauen, ganz kräftig abkupfern, ganz kräftig klauen, denn das darf man, glaube ich, in diesem Bereich. Aber wer klaut und abkupfert, muss auch eins auf der anderen Seite tun, nämlich unterstützen. Deswegen freue ich mich, dass ihr hier seid. Hier ist jetzt das MIZ Rapid Fire Pitch, moderiert von Susanne Schlüter. The stage is yours. Ja. Herzlich willkommen zum MIZ Rapid Fire Pitch hier auf der Media Convention 2016. Mein Name schon gesagt, Susanne Schlüter, ich arbeite im MIZ Babelsberg und ja, stelle euch heute die Teams vor, die nacheinander zeigen, an was sie im Potsdamer Outback so arbeiten. Vielleicht ganz kurz zum MIZ Babelsberg. Ja, wir sind eine Einrichtung der MABB, damit wäre auch schon geklärt, warum wir hier auf der MABB-Bühne rumspringen. Wir fördern innovative Rundfunkprojekte, das machen wir nicht irgendwie, sondern mit ganz schön viel Geld, 50.000 Euro pro Projekt. Dazu gibt es noch Technik und das Netzwerk. Schon wären wir bei Erklärung Nummer 2, warum wir hier stehen. Wir pitchen und stellen das heute alles vor. Zu unseren Zielgruppen gehören Journalisten, Journalistinnen, Studierende, Startups, Medienprofis, aber auch Projektpartner. Und die neuen Teams, die heute pitchen, werden quasi zeigen, was in den jeweiligen Bereichen passiert. Dann wären wir auch schon bei dem Pitch. Rapid Fire Pitch zeichnet sich dadurch aus, dass es alles sehr schnell gleich abläuft. Jedes Team hat 5 Minuten Zeit und dadurch, dass es ja mit dem Zeitmanagement manchmal so eine Sache ist, hätte ich auch gleich schon eine Frage an euch. Ich benötige einen Freiwilligen oder eine Freiwillige, die gleich Zeitwächter bzw. Zeitfee macht. Voraussetzungen dazu sind: Die Person sollte sich im Zahlenraum von 1 bis 5 relativ souverän bewegen, eine Stoppuhr haben und oder ein smartes Phone. Ich denke, letzteres sollte kein großes Problem sein hier auf der Media Convention. Würde gleich jemand mal 5 Minuten Zeit stoppen für die einzelnen Teams? Gibt es Freiwillige? Aha, nein. Okay, das ist kein Problem, darauf bin ich vorbereitet. Es gibt einen Sekt dafür, wenn das jemand macht. Ah, da sind schon mehr Hände. Cool, du machst das? Großartig. Es gibt eine Glocke, mit der du Zeit misst und sagst, wann es vorbei ist. Hier ist schon mal dein Sekt, das Wichtigste zuerst. Hier ist die Glocke. Wir testen das jetzt mal. Stell dir mal vor, es ist 4 Minuten 30, 4 Minuten 20, 4 Minuten 10. Gleich ist vorbei. Wie würdest du die Glocke glöckeln? Okay, das machen wir nochmal. Du musst richtig, richtig am Rad drehen, sonst hört das niemand. Cool. Okay. Ich danke dir. Ah ja, das ist ein Applaus wert. So viel Spontanität mit Alkohol. So. Dann ist eigentlich die Grundvoraussetzung für den Pitch geklärt. Wir haben jemanden, der die Zeit nimmt. Wir haben 9 Teams. Ich würde jetzt das erste Team auf die Bühne bitten. Das ist Yalla Deutschland. Das ist ein Team, was von Journalisten und Journalistinnen der Krautreporter umgesetzt wurde. Das ist Dominik Wurnig und Khalid Ghazi. Dieser Pitch wird in englischer und deutscher Sprache stattfinden. Großer Applaus. Hallo, wir sind Yalla Deutschland und Yalla heißt auf Deutsch los oder weiter. Mein Name ist Khalid Ghazi, arbeite bei Yalla Deutschland als Redakteur, mache Videos und kümmere mich im Social Media. Eigentlich komme ich aus Damaskus in Syrien und im letzten Jahr im September bin ich in Deutschland gekommen. Neben mir ist Dominik Wörnig. Dominik ist Datenjournalist und Video bei Krautreporter. Gemeinsam wir arbeiten für Yalla Deutschland. Dominik? Ja, was ist Yalla Deutschland? Yalla Deutschland ist ein Videomedium von Flüchtlingen, für Flüchtlinge und mit Flüchtlingen. Unser Ziel ist es, einerseits die Community der Flüchtlinge, ihre Fragen über die deutschen Nachbarn, über die deutsche Bevölkerung zu beantworten, aber auch von den Deutschen über ihre neuen Nachbarn. Und wir machen das mit Videos. Und zwar produzieren wir Videos auf Arabisch und Deutsch. Unser Ziel war es nicht, einfach ein anderes Community-Medium auf kopierten Zetteln
zu machen, sondern wir wollten ein professionelles Hochglanzmedium machen. Wir wollten ein modernes Medium machen für eine junge Zielgruppe. Das heißt, wir sind wie viele andere Medien, auch auf Facebook als unsere zentrale Plattform präsent. Wir optimieren für Handys und wir machen das auf Deutsch und auf Arabisch. Das heißt, wir wollten beide unsere Zielgruppen zusammenbringen in einen Stream, damit auch sie in Kommentaren und Diskussionen an einem Ort das stattfindet. Das heißt, alle unsere Videos sind für Facebook, für den Facebook-Stream und für das Handy optimiert. Das heißt, sie haben Untertitel auf Deutsch und auf Arabisch. Und sie sind kurze Videos mit knackigen kurzen Schnitten, mit gutem Storytelling, mit schönen Bildern, mit gut gemachten Geschichten. Und Khaled erzählt euch jetzt von einem dieser Videos. And now I'm talking in English, sorry, I hope you don't mind. So I'm quickly going to talk about video we did. So the idea behind this video is we want to know the perspective of our community, how is Germany different and how to show it. So instead of talking too much, we decided to bring 4 refugees, give them 4 one-way cameras just for one time, and then ask them to take photos of everything weird and strange seems to them here in Germany. Later, we made this into a video. You can see this video and other videos on our website, www.jalladeutschland.de. Dominik? Ja, yeah. Und der Erfolg gibt uns recht. Also dieses Video hat fast 300.000 Menschen erreicht, wurde 100.000 Mal angesehen, unzählige Male geliked, geklickt und kommentiert. Wir treffen damit einen Nerv der Community, auch unser Facebook-Wachstum, unsere wichtigste Metrik, die Facebook-Likes, sind in 3 Monaten auf 25.000 geschossen. Damit sind wir auch nicht so weit entfernt von professionelleren Medien, wie anderen jungen Plattformen, von anderen etablierten Verlagen. Und das Schöne daran ist, unsere Zielgruppe sind großteils arabischsprachige Flüchtlinge in Deutschland. Wir sehen das anhand der Facebook Analytics. Wir erreichen wirklich diese Zielgruppe. Wir haben das Vertrauen dieser Community, die normalerweise, also ich arbeite ja auch als normaler Journalist, nicht so wirklich einfach zugänglich ist. Und das ist, darauf sind wir sehr stolz, denn wir glauben, auch für Integration und wer Teil der Gesellschaft werden will, der braucht auch einen unabhängigen Journalismus. Braucht Zugang zu unabhängigem Journalismus und das ist jetzt aber nicht nur ein altruistisches Ideal, an das wir glauben, sondern wir sind auch überzeugt davon, dass es dafür ein Marktpotenzial gibt. Dass es prinzipiell diese Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, all die ähnlichen Konsuminteressen haben, wie viele andere, einen Handyvertrag wollen oder brauchen oder haben, eine Versicherung abschließen, Konto eröffnen oder Netflix-Account. Khaled, du hast einen? Yeah, I have Netflix-Account. It's amazing. Ja, also es gibt das Potenzial. Das Problem ist, viele andere sehen das nicht so. Also das ist unsere Herausforderung. Wir haben mit über 30 verschiedenen Firmen und Partnern, Sponsoren gesprochen. Im Marketing, im klassischen Werbebereich sind die meisten Firmen, glauben nicht an das Potenzial dieser Zielgruppe. Im Corporate Social Responsibility Bereich ist es so, das Thema ist zu heikel. Viele haben Angst, das Thema Flüchtlinge anzugreifen. Und im Bereich der Förderungen und der Institutionen sind die Töpfe einfach viel zu klein. Würden wir eine technische Innovation machen, gibt es große Milliardentöpfe, an die wir herankommen könnten. Im Integrationsbereich ist es leider recht wenig. Aber vielleicht ist ja jemand hier, der mit uns reden will, einen Tipp hat oder uns einen Scheck ausstellen will. Wir stehen dann nachher da draußen, sind aber auch erreichbar über E-Mail oder schaut euch unsere Facebook-Seite an, dort könnt ihr euch alle Videos anschauen. Danke. Jetzt begrüße ich Nicolas Kaiser-Briel und Annelies Bouyer und sie stellen ein Big Data Projekt im europäischen Mietpreissektor vor, nämlich Rentswatch. Hallo, ich bin Annelies Bouyer und das ist Nicolas Kaiser-Briel von Journalism Plus und wir werden Rentswatch präsentieren. Aber zuerst, ich möchte unsere Geschichte erzählen. So in 2009 für Nicolas und 2012 für mich, wir sind nach Berlin umgezogen. Und wir möchten gern sagen können, dass wir für die Kultur der Hauptstadt nach Berlin umgezogen sind, aber das stimmt nicht. Der Grund, warum wir umgezogen sind, heißt Craigslist.
So in 2009, Nicolas, er war in Paris und mit einem Freund, er hat ein WG gesucht. Und das Kostpromenade für ein WG in Paris war 600 Euro und, pro Person. Und in Berlin, es war 150 Euro. Und ich habe genauso gemacht in 2012. Also der einzige Grund, warum wir emigriert sind, waren die Mietpreise. Und wir sind nicht allein. In Europa, jeder vierte Mieter gibt mehr als 40% seines Einkommens seinem Vermieter. Also die Mietpreise sind wahrscheinlich eine wichtige Sorge. Aber trotzdem gibt es fast keine Daten über Mietpreise. Oder gab es keine Daten über Mietpreise? Denn jetzt gibt es Rentswatch. Wir haben mit Rentswatch die größte Mietpreisdatenbank Europas gebaut. Und seit diesem Sonntag können Sie auf rentswatch.com alle Mietpreise überall in Europa in Echtzeit lesen. Wir haben schon Informationen über ungefähr 1,5 Millionen Wohnungen in der Datenbank, aber wir wollen mehr als das. Im Besonderen wollen wir die Daten vor September 2015, also vor, dass wir mit Rentswatch angefangen haben. Und dafür haben wir eine kleine Web-App für unsere weitere Datensammlung entwickelt. Es sieht so aus, wir antworten die Frage, zahle ich die richtige Miete für meine Wohnung? Der Nutzer kann seine Miete und die Fläche seiner Wohnung eingeben und wir sagen ihm, ob er zu viel oder zu wenig für seine Wohnung zahlt. Und dann fragen wir natürlich, ob wir seine Daten weiter nutzen dürfen. Mit den Daten haben wir schon mehrere Dashboards für Städte entwickelt. In Berlin zum Beispiel sieht es so aus. Sie haben die Preise nach Vierteln und die Mietpreistrends. Und jetzt haben wir eine kleine Zusammenfassung in Video. Rentswatch is a database of all rent prices everywhere in Europe. It shows how expensive it is to live in a given city or in a given neighborhood. Journalists can search in the database to show how bad the housing crisis really is. Tenants can use it to check if their landlords increase their rents too egregiously. Developers can access the data automatically through an API and build apps. Others can take a look at the interactive map and browse prices and other information. For everyone, Rentswatch provides a clear and accurate view of rent prices, everywhere in Europe and in real time. Also, wir suchen jetzt nach Journalisten, die recherchieren wollen über die Immobilienkrise in Europa, um zu wissen zum Beispiel, ob die Mietpreisbremse eigentlich funktioniert oder ob das Airbnb-Verbot irgendeinen Effekt auf dem Markt hat. Wenn Sie Interesse haben, können Sie einfach eine E-Mail an uns schicken. Vielen Dank. Jetzt begrüße ich das Team von der ARD Kurznachrichtenzentrale. Das ist ein Projekt, das mit dem Projektpartner ARD aktuell umgesetzt wurde. Und zwar kommen jetzt auf die Bühne Isabel Hummel und Tobias Golz. Gleich los, wir warten auf unsere Präsentation. Hallo. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Tagesschau auf Snapchat? Passt das eigentlich zusammen? Oder passt die Tagesschau vielleicht viel besser zu Instagram, Periscope oder WhatsApp? Die große Frage am Anfang unseres Projekts war, wo soll die Tagesschau hin und wie können News dort aussehen? Dabei kam es aber nicht darauf an, was wir denken, sondern wir hier. Unsere Zielgruppe, die 17- bis 19-Jährigen. Die schalten die Tagesschau im Fernsehen nämlich nicht mehr an. Deshalb haben wir Sie gefragt, was wollt ihr? Wir haben dann vier Punkte herausgefiltert, und zwar diese hier. Erstens, News müssen direkt zu den Usern aufs Handy, also in den Kanälen auftauchen, in denen sie eh täglich unterwegs sind. Zweitens, News müssen auch unterhaltsam sein.
Drittens, Einordnung ist ganz wichtig, Kontext schaffen. Und viertens, die Jugendlichen wollen zwar ein junges Angebot, aber sie wollen ernst genommen werden. Entschieden haben wir uns dann für WhatsApp, weil es die wichtigste App für unsere Zielgruppe ist, weil unser Angebot als Push-Nachricht direkt bei den Usern auf dem Screen auftaucht und weil wir sehr einfach Content dafür produzieren können. Wir haben dann jeden Tag 4 Nachrichten verschickt. Morgens gab es zum Beispiel die Zahl des Tages und mittags haben wir oft eins von unseren Kurz-Erklärt-Videos verschickt. Als letzte Nachricht gab es immer die Tageszusammenfassung und sonst noch. Richtig stolz waren wir auf unsere Rubrik am Wochenende Frag ein Corrie. Da konnten die Nutzer den ARD-Korrespondenten ihre Fragen stellen. Hallo Mandy, alte Reporterregel: Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und wie das Ganze ankam? Richtig gut. Wir waren selbst überrascht. 88% würden unser WhatsApp-Angebot direkt wieder abonnieren. Ja, das war unser Projekt in knackigen 1 Minute 30. Aber es gibt natürlich noch offene Fragen und zumindest 3 wollen wir euch schnell beantworten. Isabel, wie sieht's denn aus? Es gibt ja eigentlich auch viele Probleme als Redaktion mit WhatsApp. Warum soll ich mich ausgerechnet für die entscheiden, wenn die nachher meinen Kanal sperren? Ja, also es kann tatsächlich passieren. Wir haben auch gezittert die 3 Wochen, wo wir getestet haben, aber das Risiko war es uns wert, weil WhatsApp ist tatsächlich die App, die unsere Zielgruppe nie löschen würde. Das kam bei unserer Forschung irgendwie raus. Und sich da positionieren zu können zwischen dem besten Freund und der besten Freundin als Medienmarke, ich glaube, mehr kann man nicht wollen. Das ist echt Gold wert. Außerdem habe ich als Redaktion endlich mal die Möglichkeit, 1:1 mit meinem User zu kommunizieren. Also es gibt nicht wie bei Facebook irgendwelche Trolle, sondern wir haben super konstruktive Kritik bekommen. Wir haben Themenanregungen bekommen. Gleichzeitig konnten wir an unsere User das Signal senden, hey, hier ist jemand, wir senden nicht nur raus, wir kümmern uns wirklich um euch. Das hat das Angebot persönlich gemacht, das hat es individuell gemacht. Das sind 2 Werte, die unserer Zielgruppe echt super wichtig sind. Und als letztes muss man einfach noch sagen, es ist generell der Trend, Messenger-Apps sind mittlerweile beliebter als die traditionellen sozialen Netzwerke. Von daher finden wir, muss sich jede Redaktion Gedanken drüber machen, wie kann ich da irgendwie auftreten. Und in Deutschland ist einfach WhatsApp der Nummer 1 Messenger und das wird, glaube ich, noch eine Zeit lang so bleiben. Wir haben insgesamt 3 Wochen getestet und Tobias, was ist denn sonst noch so besonders gut angekommen bei unseren 3 Wochen? Ja, also das war zum Beispiel eben unser Format Frag einen Corrie, das eben schon kurz im Video zu sehen war. Darin konnten unsere User 2 ARD-Auslandskorrespondenten ihre Fragen stellen und das war ein sehr interaktives Element und hat deshalb sehr gut funktioniert. Ansonsten waren unsere erklärenden Kurzvideos sehr beliebt, was nicht zuletzt daran lag, dass wir hier wirklich sehr effektiv mit der Redaktion von ARD aktuell zusammenarbeiten konnten, weil sie eben für die Tagesschau, für Instagram diesen Content seit einiger Zeit sowieso schon sehr erfolgreich produzieren. Ganz wichtig war unseren Usern ansonsten, dass sie das Gefühl bekamen, ernst genommen zu werden. Also Vereinfachung fanden sie gut, aber all das sollte dann doch schon in dem seriösen Rahmen stattfinden, den sie eben von der Tagesschau gewöhnt waren. Emojis, ja, da wo es passt, aber bitte nicht nur diese vermeintlich jungen Inhalte, sondern eben auch Politik, Wirtschaft, komplexe Themen. Isabella, was muss eine Redaktion denn generell beachten, wenn sie auf WhatsApp erfolgreich sein möchte? Ja, wenn ich auf WhatsApp und Co. erfolgreich sein möchte als Redaktion, dann ist eigentlich das Wichtigste, ich muss auffallen, auffallen, auffallen. Das bedeutet, ich muss auf Qualität setzen und auch genau wissen, was meine Zielgruppe möchte. Das gilt ganz besonders dann, wenn ich mich an die 17- bis 19-Jährigen richte, denn die haben ganz besondere Bedürfnisse, wie ihr im Video auch schon zu gesehen habt. Ja, ganz wichtig ist, an alle Chefredakteure da draußen, denkt nicht, dass eine unterbesetzte Social-Media-Redaktion Messenger-Dienste in Zukunft noch nebenbei mitgestalten kann. Das wird nicht funktionieren. Sie unterschätzen dann nicht nur den Arbeitsaufwand, sondern auch das Potenzial, was das Ganze hat. Wichtig ist, was hier verschickt wird an Content, ist keine Linkschleuder, die Traffic generiert, sondern das, was hier verschickt wird, das ist schon das Hauptprodukt. Alles, wo ich hier jetzt Geld einspare in der Social-Media-Redaktion, die Messenger-Dienste bedienen soll, bedeutet, dass ich auf eine gute User-Kommunikation verzichte und auf Qualität. Und es würde sich sehr, sehr lohnen, hier mehr zu investieren, denn nirgendwo haben wir so einen direkten Draht zu unseren Usern und nirgendwo können wir unseren sonst oftmals austauschbaren, gesichtslosen Content zu einem echten News-Buddy etablieren. Das war's. Wer sich schon immer mal gefragt hat, was dreidimensionale Audioscapes sind, also ich hab's, der wird jetzt Antworten bekommen und zwar vom Team Scape. Das sind Paul Hartwiger, Tom Busson und Marcel Dux. Hi, ich bin Tom, das sind Paul und Marcel, wir sind Scape. Und wir machen Augmented Audio Reality.
Wir alle kennen die Situation, wenn wir in unsere Smartphones vertieft sind, in unsere Geräte und die ganze Welt um uns herum nicht mehr wirklich wahrnehmen. Da haben wir keine Lust drauf. Wir wollen digitale Medien konsumieren, ohne die Realität zu verlieren. Stellen wir uns nun vor, wir haben einen Kopfhörer auf den Ohren. Dann haben wir immer noch unsere Augen, um die Realität um uns wahrnehmen zu können. Das ist der Punkt, wo wir ansetzen wollen. Wir setzen binaurales Audio ein. Das ist 3D-Sound, der auf das menschliche Gehör zugeschnitten ist. Wir setzen GPS-Ortung ein und einen Kompass, sodass wir jederzeit in der Lage sind, zu bestimmen, wo wir auf dem Planeten sind und in welche Richtung wir gucken. Das ist wichtig, denn damit ermöglichen wir uns eine standortbezogene Akustik. Heißt, ich habe eine simulierte Klangquelle da drüben und höre sie da drüben. Und wenn ich jetzt den Kopf drehe, höre ich sie immer noch da drüben. Diese ganze Mechanik wird euch Paul jetzt anhand eines Hörspiels erklären. Ja, hallo, wir bleiben mal kurz beim Hörspiel. Ich sitze auf der Couch und höre mir ein Kriminalhörspiel an und sehe meine Küchentür währenddessen. Das ist quasi die visuelle Realität, die ich habe. Das Beispiel, um diese Mechanik kurz zu erklären, wäre jetzt ein Kriminalhörspiel Berlin 20er Jahre, Anhalter Bahnhof, ein Zeitungsjunge ist verschollen und ein Detektiv macht sich auf die Suche. Kann ich mir am Sofa anhören, kann ich mir aber auch am Anhalter Bahnhof anhören, denn den gibt es noch in ganz kleinen Teilen. Das heißt, ich habe noch visuelle Anker und was wir wollen, ist dieses Hörspiel nun zu transferieren an diesen Ort, wo es wirklich passiert ist. Das heißt, wir zerlegen das Hörspiel und setzen es wieder zusammen an dem Originalschauplatz. Ich gehe mit dem Kopfhörer an diesen Ort und durch mein Gehen, durch die Geschichte, kann ich entweder eine Rolle übernehmen oder einfach nur zuhören, aber ich bewege mich durch die Geschichte. Und dabei sind zwei Sachen wichtig. Erstens, bestenfalls vergesse ich irgendwann, dass ich einen Kopfhörer aufhabe, weil die Akustik so echt ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, gerade am Anhalter Bahnhof zu sein. Und das Allerwichtigste, das Smartphone ist in der Tasche. Das heißt, ich habe dieses Display nicht mehr als Ablenkung. Ich habe wirklich die Realität. Das wäre jetzt ein Beispiel aus dem Bereich Broadcasting. Wow, Broadcasting. Das geht natürlich noch weiter auch in Education. Das heißt, Stichwort forschendes Lernen. Das heißt, ich könnte auch tatsächlich an historischen Orten Geschichte ganz anders erlaufen und erfahren und auch wirklich immersiv in diesen Geschichten drinstecken, bis zu Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Usern. Und natürlich, wie alles, die Gamification. Das heißt, ich kann auch Audio-Games machen. Auch da immer, ich vergesse den Kopfhörer, das Handy ist in der Tasche und ich sehe wirklich die Wirklichkeit um mich herum und kann mich in meiner Geschichte bewegen. Das ist die große Idee, wo wir stehen, sagt jetzt Marcel. Ja, ich habe so den Eindruck, was euch vielleicht interessiert ist, wie könnt ihr uns helfen, was können wir euch anbieten und in dem Kontext könnte ich jetzt sagen, ihr könnt uns technisch unterstützen, ihr könnt vielleicht aber auch Stories beitragen. Konkreter wird es vielleicht anhand unserer beiden Arbeitspakete, an denen wir momentan arbeiten. Das erste ist die sogenannte Urban Beatbox. Das hört sich komisch an, ist aber mit der Idee verbunden. Ihr steht auf einem Platz und sagt, ich möchte gern, dass das Schlagzeug jetzt links oben aus dem Fenster kommt. Rechts hätte ich gern den Gitarristen dazu. Und wenn ich mich drehe, wenn ich mich bewege, ist entsprechend der Gitarrist vor mir, hinter mir. Und dadurch komplett die Möglichkeit, einen eigenen sogenannten Scape zu erzeugen. Das ist relativ technisch komplex und sorgt dafür, dass wir im Moment gerade mit den Klangquellen noch arbeiten müssen. Aber wir würden gerne mit euch vielleicht überlegen, wie könnt ihr die Urban Beatbox vielleicht für eure eigenen Vorhaben mit nutzen. Das andere, bis Ende des Jahres wollen wir den Alexanderplatz, konkret das Datum des 4.11.1989, als eine begehbare akustische Reproduktion aufbauen. Das heißt, diese Reden, die dort gehalten wurden, sollen dann für euch begehbar werden. Ihr habt die Möglichkeit, der Aspekt Storytelling vielleicht euch über diesen Platz führen zu lassen von einer Person, die im Idealfall in eurem Kopf mit den jeweiligen Positionen, an denen ihr seid, dort funktioniert. Was wir gerne in dem Kontext mit euch machen würden, auch im Gespräch jetzt anschließend hier noch ist, vielleicht einzelne Ideen, die ihr habt, hier nutzen, um dieses Projekt mit Leben zu füllen. Und wenn ihr darüber hinaus vielleicht Ansätze habt, zu sagen, hey, wir würden uns beispielsweise, Stichwort Fokusgruppentest, da auch mal mit beteiligen, kommt einfach auf uns zu. Wir würden uns freuen und einfach dem, worauf wir jetzt verzichtet haben, nämlich dieses ganze Thema VR da jetzt hereinzubringen, weil das nämlich ein ganz anderes Bild von euch oder von uns im Kopf erzeugt, dann können wir es trotzdem auf die Art beleben. Wow. Vielen Dank.
Okay, es geht weiter mit der A100 und Virtual Reality zusammen A100 VR. Lorenz Matzert, the stage is yours. Ja, guten Tag. Meine Folien sind jetzt da. Genau, wir bauen eine Autobahn, die es noch nicht gibt. Wir wollen aber zeigen, wie sie aussehen wird. Wir, das sind unter anderem ich und ein Team von 3 Leuten, ein Softwareentwickler, ein 3D-Artist und eine Projektmanagerin. Ich selbst bin Journalist und habe dieses Softwareunternehmen Lokala. Und wir arbeiten mit dem RBB zusammen. Dort soll dieses Stück erscheinen in diesem Sommer. Und wenn, kurz zusammengefasst kann man das eine betretbare Infografik nennen. Wir wollen Journalismus machen zu einem städtebaulichen Vorhaben, das sicherlich in Berlin umstritten sein wird, wenn es nicht schon ist. Zurzeit wird der 16. Abschnitt dieser Autobahn gebaut in Treptow, das ist im Osten von Berlin, wer es nicht kennt. Und daran anschließend soll es einen weiteren, den letzten Abschnitt geben, den 17. Und wir wollen das zeigen in einer Virtual Reality Anwendung, wo wir 3D-Grafik, 360-Grad-Aufnahmen und eine Audiospur kombinieren. Das heißt, es ist kein Film, sondern eine interaktive Anwendung. Die meisten von euch kennen das, ich zeige es für die, die es nicht kennen. Das ist ein sogenanntes Cardboard, also eine Haltung, in die man sein Smartphone stecken kann. Das ist ein Veröffentlichungsweg, über die wir diese Anwendung dann ausspielen werden. Man wird sie sich auch im normalen Webbrowser anschauen können. Plus diverse Hintergrundstücke und andere, die der RBB produziert zu dem Thema. Ich muss vielleicht dazu sagen, in Berlin ist im Herbst Wahl und es kann gut sein, dass dieses Thema dort auch eine Rolle spielen wird. Kurz zur Orientierung, es geht um die Gegend am Ostkreuz. Wer sich auskennt, da ist zum Beispiel der Club About Blank, der dann verschwinden wird, oder diverse Häuser, die auch abgerissen werden müssen. Wir haben anhand dieses Planes und anderer Unterlagen die geplante Trasse dieser Autobahn sozusagen schon gebaut. Ihr seht hier auf diesem Plan eingezeichnet 5 blaue Punkte. Das sind die Stellen, an denen ihr in unsere Anwendung treten werden könnt. Dazu gleich noch mehr. Das ist hier ein Screenshot aus so einem 3D-Programm, mit dem man eben dreidimensionale Objekte bauen kann. Das ist sozusagen die Trasse. Wir können glücklicherweise in Berlin auf ein 3D-Modell der Stadt zurückgreifen. Diese Daten liegen als offen vor, also als Open Data. Wir können die einfach verwenden. Und wir kombinieren also unsere Autobahn, die wir schon gebaut haben, mit der vorhandenen Modell. Das ist hier ein Einblick, wie ihr sozusagen eingeführt werdet. Ihr könnt über diesen Ausschnitt des Stadtmodells in Anführungsstrichen fliegen und kriegt dann eine Erläuterung darüber, was sozusagen die zentralen Punkte sind. Wir haben relativ lange experimentiert damit, wie wir dann eigentlich überhaupt das Kernstück der Anwendung realisieren und sind dann am Ende bei so einer mehr oder minder einem Ausstellungsraum gelandet. Hintergrund ist, dass so Versuche, das so ähnlich wie im Matrix-Film zu machen, in irgendwie so einem leeren Raum, zwar irgendwie schick aussehen, aber die Menschen recht orientierungslos hinterlassen. Also haben wir so ein sehr, sagen wir mal, geerdetes Bild genommen. De facto gibt es so ein Stadtmodell wirklich beim Stadtentwicklungssenat in Berlin aus Holz. Und wir haben das, wenn man so will, nachempfunden. Und wir legen jetzt über dieses 3D-Modell legen wir wiederum Informationen. Also wir sagen dann halb im Scherz, dass wir innerhalb von VR nochmal Augmented Reality machen, weil wir sozusagen eine reelle Szene versuchen wiederzugeben und zeigen dann auf diesem Modell Zusatzinformationen. Das heißt, ihr tretet in dieser Anwendung an dieses Modell und könnt da hinüberblicken und könnt dann in diese blauen Sphären hineintreten. Das sind dann 360-Grad-Aufnahmen. Hier ist ein Foto vom Balkon der Familie Ernst und wir passen da die geplante Trasse rein in dieses Bild. Ihr könnt euch umsehen und kriegt eine Ahnung, wie nah diese Autobahn unter denen verlaufen soll. Und hier hört ihr dann ein Interview mit der Familie zum Beispiel. Und kurz zusammengefasst ist nochmal, das Ganze ist ein Versuch, 3D-Visualisierung in VR im Journalismus, im Lokaljournalismus nutzbar zu machen. Ich glaube, das hat ein großes Potenzial, weil städtebauliche Projekte und auch andere Planungen, die viele Jahre erst in der Zukunft realisiert werden, aber sehr viel früher entschieden werden, sehr oft geschehen. Und
da Menschen dazu zu befähigen, sich besser zu informieren und besser Entscheidungen zu treffen. Dazu kann der Einsatz der Technologie und dieses Ansatz sicherlich oder hoffentlich zu dienen. Im Juni, wenn alles läuft, werden wir es veröffentlichen. Ich freue mich dann auf Feedback. Danke. Ich klicke mich regelmäßig durch die Mediatheken des öffentlichen Rundfunks und bin regelmäßig überfordert. Ein Glück gibt's Mediastake und ich begrüße jetzt Anne Krüger und Laura Pohl auf der Bühne und sie bringen uns das Projekt näher. Ja, hallo, ich bin Anne, das ist meine Kollegin Laura und wir stellen euch jetzt die Filetstücken der Mediatheken vor, Mediastake. Woran denken junge Leute, wenn sie öffentlich-rechtlicher Rundfunk hören? Ein ziemlich angestaubtes Image, aber wir wissen, dass es natürlich nicht nur Sturm der Liebe und Musikantenstadel gibt, sondern auch tolle Reportagen, schöne Spielfilme, lustige Webserien. Doch das alles gucken die jungen Leute nicht mehr, weil die meisten von ihnen haben natürlich auch gar kein Fernsehgerät mehr. Es gibt die Mediatheken, doch da wären wir beim nächsten Problem. Es gibt ein extremes Überangebot. 42 deutsche Sendermediatheken, dazu Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon. Es gibt die privaten Anbieter wie Vice, Vimeo, YouTube und überall wird toller Content hochgeladen und junge Leute wissen gar nicht mehr, wo sie was schauen können. Und genau deshalb haben wir Mediastake gegründet. Wir empfehlen täglich die Filetstücken der Mediatheken. Wir gehen auf die Suche durch alle möglichen Videoplattformen und suchen das Beste raus, was uns interessiert. Und das interessiert auch unsere Zielgruppe zwischen 18 und 35. Das machen wir seit 2013 auf unserem Blog. Wir empfehlen quasi nicht nur aus den Mediatheken Sachen, sondern neuerdings auch von Streaming-Plattformen, wie zum Beispiel von Netflix. Wir geben Kinotipps. Aber trotzdem ist unser Hauptaugenmerk immer noch darauf, dass wir in den Mediatheken was finden. Wenn wir uns für einen Beitrag entschieden haben, den wir gut finden, dann binden wir den meisten ein auf unserer Seite, weisen auf den Sender hin und schreiben in einer persönlichen Kritik darüber, warum wir finden, dass dieses Video geguckt werden soll. Das machen wir nicht nur bei uns auf der Plattform, sondern wir verschicken auch einen Newsletter täglich oder wöchentlich und dann kriegt man die Streaming-Tipps quasi direkt in sein Postfach. Genau, wir zeigen aber den jungen Menschen nicht nur auf Mediastake, was es für tolle Inhalte in der öffentlich-rechtlichen und anderen Videoplattformen gibt. Wir haben auch einen Redaktionsservice ins Leben gerufen. Dort können andere Medienplattformen unsere Streaming-Tipps einbinden. Zurzeit kooperieren wir zum Beispiel mit der Spiegel-Online-Plattform Bento. Diese erhalten wöchentlich unsere Streaming-Tipps, aber auch exklusive Videolisten, wo wir Themen, die jungen Leute interessieren, besprechen. Zum Beispiel hatten wir letzte Woche eine Empfehlungsliste zur Geschichte des 1. Mai. Hier seht ihr unsere Partner, mit denen wir bisher kooperieren. Für das Wirtschaftsmagazin Enorm geben wir auch Streaming-Tipps. Die sind dann natürlich auf Themen wie Wirtschaft, Finanzen, aber auch Nachhaltigkeit fokussiert. Und wir machen das natürlich, um uns zu finanzieren, aber auch, weil wir noch mehr Leute erreichen wollen. Und darauf zielt auch unser aktuelles Projekt, nämlich die Mediastake-App, die uns durch das MIZ, danke nochmal, ermöglicht wird. Und zwar wollen wir in das Apple TV 4. Warum wollen wir ins Apple TV? Wir wissen, dass unsere Nutzer sehr Apple-affin sind. Über 60% der Mediastake-User kommen über Apple-Produkte auf unsere Seite. Und Apple hat auch die interessante Vision, dass die Zukunft des Fernsehens Apps sind. Deswegen ist für uns der nächste logische Schritt gewesen, wir müssen ins Apple TV. Unser Prototyp ist rechtzeitig fertig geworden. Hier seht ihr die Startseite. Wir werden oben im Slider die aktuellsten Empfehlungen präsentieren, haben aber wir auf unserer Webseite auch Kategorien, wo wir die tollsten Inhalte einbinden. Zurzeit füllen wir die App mit Content, deswegen sind noch nicht alle Kategorien hier aufgelistet, aber der User kann sich dann entscheiden, möchte er einen Kurzfilm schauen oder lieber eine Doku, klickt dann auf den Beitrag und gelangt auf die Detailseite. Auch dort wird der Beitrag durch unsere persönliche Kritik angeteased sozusagen und schmackhaft gemacht, sodass der User dann sagen kann, okay, das möchte ich gucken und kann dann den Film genießen. Jetzt sind wir auf der Suche nach Apple TV
Besitzern, denn wir möchten gerne, dass ihr unsere App testet, damit wir die natürlich verbessern können. Und deswegen wäre es toll, wenn ihr uns, wenn hier welche sind, die das Apple TV haben, uns eine Mail schreibt oder uns antwittert, bei Facebook schreibt. Und das Gleiche gilt für Leute, die auch unsere Mediathekentipps regelmäßig auf ihrer Plattform präsentieren wollen, denn wir sind immer auf der Suche nach Kooperationspartnern. Vielen Dank. Dankeschön. Rundfunk ist ja auch Radio, deswegen machen wir jetzt weiter mit einem Radioprojekt, das bei uns gefördert wird, und zwar Catch. Wir starten schon fulminant mit Tönen. Begrüßt mit mir Thomas Mittag und Aaron Rahr. Hi, wir sind Catch, und nachdem wir jetzt über das Fernsehen geredet haben, kommen zwei Leute an, die eine Vision dafür entwickelt haben, das analoge Radio zu retten. Wir haben durch Research herausgefunden, dass Radiosender und Radiohörer sich nicht halb so gut kennen, wie man eigentlich glaubt. Die Radiohörer vergessen, was sie gehört haben. Als klassisches Nebenbei-Medium hört man nicht aktiv Radio, man kann es nicht zurückspulen. Und wenn ich etwas Interessantes höre, habe ich keine Möglichkeit, über das Medium des analogen Radios weiter in die Materie einzusteigen oder mir was zu merken. Auf der anderen Seite sind die Sender, die ihre Hörer nur darüber kennenlernen, wenn sie Call-in-Feedback bekommen oder über demografische Datenerfassungen und Telefonumfragen etwas über die Hörer lernen. Der Hörer auf der einen Seite wechselt das Medium, um weitere Informationen zu bekommen. Der Sender auf der anderen Seite weiß gar nicht so richtig, für wen er arbeitet. Dafür haben wir jetzt also ein Tool entwickelt, das auf einfachste Art und Weise dem Hörer ermöglicht, weitere Informationen zu dem laufenden Programm zu erhalten. Wie das technisch funktioniert, erzählt euch jetzt Thomas. Wir haben im Prinzip eine App entwickelt, die wir dem Radiohörer an die Hand geben. Damit kann er sich einfach auf Knopfdruck Informationen und Zusatzinhalte zum gerade laufenden Radiobeitrag runterladen. Das Ganze funktioniert, indem unsere Datenbank verbunden ist mit dem digitalen Sendeplan der Radiostation. Wir können über einen Zeitstempel eben erkennen, das ist dieser Beitrag, und die Informationen laufen in unserer Datenbank automatisiert ein und können durch die Redaktion ergänzt werden. Ein zusätzlicher Vorteil für die Radiostation ist dann natürlich, dass die Nutzeraktivität ausgewertet werden kann. So kann das Ganze also aussehen. Durch einen einfachen Druck auf den Knopf kann man zum Beispiel Informationen zu einem Lied fangen, hat dann dort, das war also dieser Künstler, Iggy Pop. Jetzt ist die Information schön und gut. Wichtig für die Nutzer war eben auch, dass man das Ganze interaktiv macht. Man kann es also über Stores zum Beispiel direkt kaufen. Man kann es über Streamingdienste, so man die nutzt, direkt abspielbar machen oder über soziale Medien oder Messenger-Dienste teilen. Wir sind natürlich nicht einfach nur ein Musik-Identifizierungsdienst wie Shazam, sondern im Radio gibt es natürlich auch Wort- und Servicebeiträge, die wir so auch anbieten können. Hier zum Beispiel ein Veranstaltungshinweis mit den Kerndaten, falls man gerade keinen Stift zur Hand hatte, oder eine Zusammenfassung eines Kommentars, den man gut fand. Die Radiostationen können hier direkt auch immer auf eigene Inhalte verlinken. Das Ganze haben wir getestet, und das ist viel bequemer, viel schneller, viel intuitiver für Radiohörer, sich Inhalte festzuhalten, als wenn man sich merken muss, dass man es nachher nochmal googeln möchte. Und das ist ja, wie es heutzutage läuft. Und außerdem hat man durch die Präsenz auf dem Smartphone eine ganz neue Qualität der Interaktion mit dem Radiohörer. Kurze Statistik. Wir interpretieren also die Anzahl der Catches als Hörerinteresse, als Publikumsresonanz. Wir können das Ganze in Echtzeit auswerten, wir können Sendungen in Echtzeit auswerten, wir können sehen, in welche Kategorien waren vielleicht beliebter, welche Interviews haben gut gezündet, welche Hörergruppen haben wir vielleicht, wir können Hörersegmentierung machen. Und wir denken, dass das Ganze vor allen Dingen für die betreuenden Redakteure und für die Planungsredakteure interessant ist. Wir haben aber noch eine weitere Vision, inspiriert vom Internet der Dinge. Wir wollen irgendwann das Smartphone sogar aus dieser Aktivierungsgleichung weglassen und haben uns gedacht, es wäre eigentlich ziemlich cool, wenn man so einen kleinen Knopf hätte, den man einfach nur noch ins Wohnzimmer, in die Küche, an den Arbeitsplatz stellt. Und wenn ich etwas tue und ich höre Radio nebenbei, kann ich einfach auf den Knopf drücken, um es mir zu merken. Das geht alles.
Wir haben schon einen Designprototyp entworfen, wir haben auch schon einen technischen Prototypen wir denken, dass wir bis Ende des Jahres auf jeden Fall mit diesem Knopf auch, dass wir das umsetzen können. Vielen lieben Dank, wir sind Catch. Wer Interesse hat, wir arbeiten mit Radio 1 zusammen, wir sind immer auf der Suche nach neuen Radiostationen, ansonsten gleich draußen, vielen lieben Dank. Wer sich so ein bisschen auf der Republika bewegt hat, der wird eines gemerkt haben, Virtual Reality ist überall, jetzt auch im Stop-Motion-Film. Die Namen sage ich nicht an, das war eine Ansage vorher und ein Wunsch vom Team. Jetzt kommt Stop-Motion VR. Ja, hallo, was für eine Ehre für uns hier sein zu dürfen. Es ist schon ein bisschen eine sehr lange Reise für uns. Wir dürfen vorstellen unseren interaktiven Virtual Reality-Film, zumindest die Vision dazu. Das ist Danny Koch, Interface- und Interaction-Designer mit Fokus auf VR. Mein Name ist Johannes Schubert, ich studiere Film- und Fernsehproduktion an der Filmuniversität Babelsberg. An der Filmuniversität Babelsberg entsteht momentan ein Stop-Motion-Puppentrickfilm mit sehr viel Liebe namens Leica und Nemo. Wir haben vor 3 Wochen die Förderzusage vom Medienboard und dem RBB für die sogenannte Leuchtstoffförderung bekommen, was eine große Ehre für uns ist und uns die Möglichkeit gibt, einen Workflow zu entwickeln, der an reellen Produktionsbedingungen wirklich gebunden ist, weil diese Puppen werden gebaut werden von der englischen Puppenmanufakturfirma McKinnon & Saunders, die auch die Figuren für Tim Burtons Corpse Bride und Wes Andersons Fantastic Mr. Fox gebaut hat. Warum Stop Motion? Das ist natürlich die große Frage, diese klassische Filmtechnik mit dieser futuristischen Filmtechnik zu verbinden. Danny. Ja, wie Johannes gerade gesagt hat, warum VR und Stop Motion? Stop Motion ist eine ganz alte Filmtechnik und wie passt das denn mit so einer neuen Technik wie VR zusammen? Dazu müssen wir vielleicht einmal ganz kurz erklären, für die, die es nicht wissen, wie Stop-Motion-Film gemacht wird. Man hat echte Puppen, handwerklich gemachte Sets und jede Puppe wird dann in diesem Set von Hand animiert und jede Animationsphase wird Foto für Foto abfotografiert und daraus der Film erstellt. Das gibt uns jetzt eine einzigartige Möglichkeit, genau in diesen Prozess einzusteigen und zwar mit der sogenannten Photogrammetry-Technik. Mit dieser Technik werden die Puppen in jeder Animationsphase von allen Seiten fotografiert. Wir haben hier mal meinen Geburtstagskuchen als Stand-in. Und aus diesen vielen Einzelfotos erstellt dann ein spezielles Programm ein 3D-Modell. Dieses 3D-Modell wird dann wiederum mit den Fotos retexturiert. Das heißt, wir erhalten ein 3D-Modell, ohne dass wir einen Modeler bezahlen müssen. Und wir haben die Fotoästhetik, die Stop-Motion so wertvoll macht, erhalten. Das sehen wir als große Möglichkeit, um das im VR einzusetzen. Warum? Klassische oder viele Produktionen, die gerade auf einem hohen Niveau filmische Inhalte für VR produzieren, tun dies in 360-Grad-Filmen. Diese Filme haben einen großen Nachteil und zwar, dass man immer an die Perspektive der Kamera gebunden ist. VR ist aber nach unserer Meinung ein interaktives Medium. Das heißt, man möchte eigentlich in die Szene hineinlaufen, man möchte eigentlich mit den Gegenständen interagieren können. Und hier kommt die Photogrammetry. Da sie uns wirklich ein 3D-Modell bietet, können wir also in die Szene hineinlaufen und wir können mit den Objekten in der Szene interagieren. Ziel des Projektes, wir werden gefördert vom MBZ und deswegen ist Ziel unseres Projektes jetzt in dem Förderzeitraum als allererstes, diesen Workflow zu entwickeln. Das heißt, ein Software- und Hardware-Setup, mit dem wir testen können, klappt das in der Qualität, die wir hier wirklich erreichen wollen. Außerdem wollen wir alle Erkenntnisse, die wir während dieser Arbeit erlangen, in einem Open-Source-Handbuch anderen Teams zur Verfügung stellen. Weil gerade diese Photogrammetry-Technik etwas ist, wo wir glauben, dass gerade kleine Teams gut mitarbeiten können. Man braucht keine große Horde von Modlern und Leuten, die Texturen malen, sondern wir glauben, wie auch in den Anfängen des Stop-Motion-Films, dass gerade kleine Teams sich diese Technik auch leisten können. Und als weiterführendes Ziel wollen wir mit unserer Technik dann den Film Leica und Nemo begleiten und ein interaktives VR-Erlebnis erschaffen, das den Film, der erstmal eigenständig als 2D-Animationsfilm stehen bleibt, dann begleitet. Ja, und wenn Sie Interesse haben, mit uns in Kontakt zu treten und mehr für das gesamte Projekt von dem zu erfahren, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns schreiben würden. Oder wir sind auch noch da, wir suchen nach Sendern, Produktionsfirmen, vielleicht auch Leute, die Reed Hastings kennen, aber das ist eine andere Sache. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weiter geht's mit Roboterjournalismus im Kuhstall.
Der Sensor Live-Reportage von Jakob Vicari. Hallo. Also mit Kühen hat es jetzt nichts zu tun. Mein Name ist Jakob Vicari, ich bin Wissenschaftsjournalist des Jahres und mein Ziel ist, dass diese, die vernetzte Barbie, in Zukunft meinen Job macht. Das ist eigentlich die einfache Idee hinter dem Projekt, dem Format Sensor Live Reportage, einem neuen journalistischen Format, das mit Sensordaten aus vernetzten Gegenständen eine neue Art von Geschichte erzählt. Sensor Live Reportage, live, nicht im Sinne, wie es da auf der Folie stand, als Leben, sondern als live und unmittelbar. Warum glaube ich daran? Ich glaube, dass vernetzte Gegenstände, dass diese Barbie Zugang zu Welten hat, zu denen ich als Reporter keinen Zugang habe. Ich glaube, dass diese Barbie, in der ein Mikrofon als Sensor enthalten ist und ein WLAN-Chip, sie diese Sensordaten, die sie aufnimmt, ins Netz stellt, im Kinderzimmer ganz anders beobachten kann, als ich als Erwachsener das sehen kann. Und dass man da ganz neue Einblicke kriegt. Und darum geht es ja mir als Reporter. Und deswegen glaube ich, sollten wir diese vernetzten Gegenstände für den Journalismus nutzen. Man kann sagen, das ist gefährlich. Na gut, das ist, Kriegsreportagen sind auch gefährlich, trotzdem macht man sie. Man kann sagen, das ist unfair, aber man muss ja auch sagen, Journalismus ist ja immer ein Stück unfair. Ich glaube, man sollte sagen, was ist eigentlich die Möglichkeit, die man machen kann? Und da, finde ich, fängt es an, interessant zu werden. Die Barbie erzählt die großen Geschichten eigentlich, zu der ich als Reporter keinen Zugang habe, von zerbrochenen Freundschaften, von Enttäuschungen, von dem kindlichen Blick auf die Welt. Und die sind alle hier drin und die Geschichte möchte ich bergen. Es gibt auch andere Dinge, dieser Akkuschrauber zum Beispiel erzählt die Geschichten, die großen Geschichten vom Scheitern im Leben, von gescheiterten Heimwerkerprojekten, von gescheiterten Ehen und das ist die Geschichte, die in diesem vernetzten Akkuschrauber steckt. Auch die möchte ich bergen. Das hier ist das Halsband von meinem Kater und das erzählt natürlich die großen nächtlichen Abenteuer von Liebe und Enttäuschung, von Kämpfen und auch diese Daten, die in diesem Halsband stecken, möchte ich bergen. Und zuletzt eine vernetzte Kaffeetasse, die eigentlich vom großen täglichen Scheitern erzählt, von all den Projekten, man müsste jetzt laufen gehen, man müsste jetzt den Job fertig machen. Auch die Sensoren an dieser Kaffeetasse erzählen diese Geschichte und die möchte ich bergen. Die Geschichten stecken alle in den Gegenständen. Was uns fehlt, ist eigentlich eine journalistische Schnittstelle und die möchte ich im Projekt Sensor Live Reportage entwickeln. Das Projekt ist jetzt 3 Tage alt, hat am 1. Mai angefangen, deswegen gibt es eigentlich noch nicht mehr als diese Dose. Das wird ein Stück journalistische Hardware, das wird die Reporterbox, eine Box, mit der jeder Journalist die Daten, die er für seine Geschichte braucht, selbst erheben kann. Also den Zugang zur Barbie legen, den Zugang zum Akkuschrauber legen, den Zugang zum Halsband des Katers legen und diese Daten, die im Internet der Tiere, im Internet der Spielzeuge, im Internet der Maschinen schon längst da sind, für den Journalismus nutzbar zu machen. Die Box hat Anschlüsse für Sensoren und ganz intelligente, einfache Bausteine aus dem Internet der Dinge. Dazu kommt noch eine Software, die diese Daten verwandelt, und zwar live verwandelt, ein Textroboter, der eine Live-Reportage erstellt. In dem Moment, in dem der Nutzer die Reportage im Netz aufruft, bekommt er einen Live-Text, einen Live-Bericht über die Ereignisse, die aus den Sensordaten generiert werden. Das sind die 2 Bestandteile der Sensor-Live-Reportage, diese Box und die Software, und die werden wir im nächsten halben Jahr entwickeln. Und mein Ziel ist, dass all die jetzt skeptisch gucken, ich in einem halben Jahr überzeugt habe, dass den nächsten Nannenpreis, die vernetzte Barbie, dass mein Kater oder vielleicht mein Akkuschrauber gewinnt. Und dafür suche ich Partner, die bereit sind, das umzusetzen. Danke. Danke dir. So, das waren jetzt 9 Teams an der Zahl. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, dass ihr hier auf die Bühne gekommen seid und gezeigt habt, an was ihr arbeitet. Ich bedanke mich definitiv bei Felix. Ohne dich wären wir hier alle irgendwie zeittechnisch, hätten wir alt ausgesehen. Bei wem sich Fragen aufgetan haben,
diese Fragen im Kopf behalten. Wir treffen uns gleich auf der Dachterrasse zu einem kleinen Sektempfang, denn tatsächlich waren das auch Zwischen- und Abschlusspräsentationen einiger Teams. Das will gefeiert werden. Noch eine Sache in eigener Sache. Gerade suchen wir wieder nach Studierenden und Startups, die wir fördern können. Also kommt auf uns zu mit einer super innovativen Idee im Rundfunkbereich. Wir beraten euch gern und vielleicht steht ihr dann nächstes Jahr hier und pitcht in garantiert 5 Minuten, was ihr bei uns entwickelt. Ja, habt noch eine schöne Media Convention. Ich bedanke mich dafür, dass ihr da wart und ja, kommt raus, nehmt euch einen Sekt, stoßt mit uns an. Ich mach's jetzt definitiv. Schönen Tag. Applaus